Wir werden es wohl dann merken. Alter, was geht mit denen? Irgendwie erinnert mich das an einen Film. Ich weiß nicht welchen. Oder irgendwas ähnliches. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Ich hab glaub was gehört. Hey, halt mal kurz die Klappe. Ich hab was gehört. Hey, halt mal deine Schnauze. Gar nichts hast du. So, hier vorne müssten wir, glaube ich, nochmal rum. Nervös machen. Ich schätze, sie hatte recht. So, wir müssen alles hier fachmännisch absuchen, damit wir ja nichts übersehen. Scheiße, ich meine, die Raider sind ja kein Ding. Oh. Scheiße, was war das? Hier werden wir nicht erstmal weiterkommen. Das heißt, wir müssen dann doch jetzt einmal erst hinten rum. Hätte ich mal erst da vorne den Raum durchsucht, das wäre besser gewesen. Hoffentlich sind's nicht wieder wilde Kuhle. Ich wär verrückt, ey, ich schwör's. So. Findet sie und tötet sie! Das geht auch ein bisschen netter. Mal gucken, ob wir alle erledigt kriegen, ohne dass die wissen, wo wir sind. Verteilt euch, findet sie! Komm raus! Erst mal ein bisschen. Dann mach ich's kurz und schmerzlos. Glaub mir. Ja, das glaube ich dir, nur ich glaube nur nicht, dass du das schaffst. Meet. Psst. Geh mal. Dort drüben. Bist du tot? Auf ihn. Nichts mehr zu sehen von ihm. Psst. Ja, geh da hin, Doc Meat. Warte. Alter, jetzt geh da hin, Doc Meat. Schnapp dir was Nützliches. So, so passt schon. Hauptsache der, steht da nicht mal in der Tür. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Na, sei vorsichtig. Hey. Es könnte ein Schritt sein aktuell. Hier. So, das Schlösschen kriegen wir auch noch geknackt. Wie schön. Hm? Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Was? Hä? Was war das? Da ist die Alte. Geh mal gucken. Komm, geh mal gucken, Raider Abschaum. Haben wir Granaten gefunden? Können wir die auch mal werfen? Haben wir bestimmt. So. Komm, renn da mal durch. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ich versteck mich nicht. Ich warte, dass du durch mein Zielkreuz läufst. Das nennt man taktisches Warten. Das ist kein Campen. Na komm. Komm mal hier. Hast Angst, was? Ah, geht auch so. Ich dachte, ich käme nicht dran, aber... alles ganz wunderbar. Aber ich glaube, jetzt ist hier eh niemand mehr, von daher können wir auch getrost umherlatschen, müssen nicht mehr schleichen. So, hier. Ah ja, da war irgendwas Legendäres. Tschüss. Dafür, dass der legendär war, war der aber ziemlich schnell tot. Das war, glaube ich, eine legendäre... Ach, Lederrüstung. Ach,
so schlecht immer, diese Kammerjäger-Geschichten. Es ist echt nutzlos, muss man sagen. Da kann man ja sagen, was man will, aber nutzlos ist es. Dafür trifft man, glaube ich, einfach zu selten auf solche Viecher. Als dass einem das wirklich weiterhelfen würde. So, ich versuche jetzt hier gerade den stückweise richtigen Weg zu finden. Damit wir wiederum nichts übersehen. Aha. Tschüss. Oh, extra Raketen sind auch mal sehr gerne gesehen bei mir. Na, da kann man nicht durchsuchen. Na, okay, okay. Ach, wir tragen schon wieder zu viel. Herrlich. Oh, hier ist der Hund, den wir glücklicherweise gleich als erstes rausgenommen haben. Weil das Dumme ist, dass die einem am ehesten finden, habe ich so den Eindruck. Achso, hier geht's lang. Ja, wir versuchen nach wie vor noch den ordnungsgemäßen Weg zu gehen. In der Hoffnung, dass wir dann auch wirklich nichts übersehen. Und zwar gar nichts. So, nicht mal diesen Baseballschläger. So, das hatten wir auch. Mantats haben wir auch. So, erstatte Dr. Carrington Bericht. Können wir natürlich jetzt machen, aber wir können auch eben bis zum Ende nach unten gehen und dann das Ganze alles. Sorry. Nicht mehr damit gerechnet, dass hier noch Gegner auftauchen. Wieso habe ich den Eindruck, dass das eine mit Falle gesichertes Türchen ist? Ja. Wirkt so deplatziert. So. Mit einem lockeren Quickscope haben wir das Ding auch mal weggehauen. Ich hab was gehört. So, ich weiß nicht, ob es klug ist, zuerst hier lang zu gehen. Das werde ich gleich sehen. So, out of order. Ach, hier stand der Geschützturm. Warte, da war noch ein Sturmgewehr. Ah, hier in der Ecke. Gar nicht so wahrgenommen. Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Ja, und er ist unter uns, verdammt. Okay, das heißt, solange der uns irgendwie bemerkt, können wir leider nicht das Ding benutzen. Jetzt geht's. Sehr gut. Dann können wir nämlich gleich mal anfangen zu zerlegen. Ich möchte nämlich möglichst wenig tragen. Wenn wir Rüstung zerlegen, sollte das auf jeden Fall einiges helfen können. Krieg die mal wieder in den Griff. Eben, Junge. Eben. So. Ja, siehst du schon, tragen wir nicht mehr zu viel. Das ist doch wunderschön. Ja, den nehmen wir auch nochmal schnell auseinander. Oh, jetzt trage ich wieder zu viel. Mist. Hey, wer ist da? Nicht Mädchenrechnung aktuell. Nur ein Geräusch. Nur was denn? Da steht er. So, jetzt können wir uns auch hier ganz frei bewegen. Nicht das, was du jetzt denkst. So. Können wir auch seine Raider-Rüstung. Ach Mist. Das ist wieder eine legendäre, die wir leider nicht zerlegen können. Die können wir immer nur verkaufen. Schade. Aber wir tragen fürs erste Mal wieder nicht zu. Ah, doch, tragen wir noch. Mist. Ich dachte, wir würden immer noch. Oder würden jetzt wieder gut dabei sein, aber nee. Gar nicht. Klar, könnte ich jetzt Dogmeat noch was geben, aber aktuell ist es eigentlich noch alles im Rahmen. Wir müssen ja ziemlich häufig anhalten. Da geht das dann schon. Erstmal. So, hier ist auch gar nichts. Gar nichts. Die Tür kriegen wir nicht auf.
Ein technisches Dokument, das wir nicht übersehen haben. Sehr gut. Na, die Tasse da. Wusste ich doch, dass man die noch mitnehmen kann. Hä? Es muss hier noch weitergehen. Weil die hier ist noch nicht das Ende. Das weiß ich. Ach, hier. Nee. Hier aber eigentlich auch nicht. Hä? Eigentlich muss es doch irgendwo hier weitergehen. Muss ich das jetzt... So, unten. Natürlich. Aber eine billige Todeskralle. Also kein Problem. 6 Kugeln haben wir verschossen. 6. Das ist wirklich ein Scherz. So. Das scheint wieder zu laufen. Können wir das Ding einfach mal wieder anwerfen. Was auch immer es ist. Aber ich werfe gerne Dinge an, deswegen... Wow. Das ist ganz radelig dort vorne. Das ist nicht gut. So, das hier ist gut. Nämlich ein schöner Fusionskern für uns. Den da müssen wir noch looten. Und sonst haben wir hier auch schon wieder nichts mehr, ne? Ansonsten gibt es nur noch den guten alten großen Haufen nichts. Okay, hier laufe ich erst durch, wenn ich... Ich muss dort mit jetzt... Hey. Jetzt muss ich dort mit was geben. So, und zwar so. Wieso hat er einen Boxhandschuh dabei? Man weiß es nicht. So, ich weiß, ich kann da oben auch noch mal hin und... ein bisschen was... verwerten, habe ich aber gerade keinen Bock drauf. Macht das jetzt so. So. Ah. Mehr kann er auch nicht. Oder fast nicht mehr. Ein bisschen geht immer noch. Nicht mal eins davon. Okay, dann ist er jetzt wirklich proppenvoll. Wir rennen mal durch. Okay, 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 okay. Wir müssen uns ganz zügig ein Rad-X reinhauen. Wo ist es? Hallo, Rad-X? Da. Am besten 2 davon. So wenig wie möglich an Rad mitzunehmen. Weil wir werden jetzt hier ein bisschen länger brauchen. Weil ich natürlich alles looten will, auch zu dem Preis, dass wir uns hier verradeln. Ja, guck mal, jetzt können wir schon direkt neben den Sachen stehen. Haben plus 3, das ist okay. Puh, aber wir haben trotzdem sehr, sehr viel Rad aufgenommen. Das habe ich gesehen. Türriegel haben wir. Ach, nö. Kann ja sagen, was man will, aber Blähfliegen und so, das sind die gefährlichsten Gegner im Commonwealth. Oh, fuck. Bin ich leider genau im falschen Moment rausgeguckt. Mist. Hat es uns hier voll erwischt. Das ist ein Fleischsack-mäßig. Ich dachte, das wäre Granate.
die Granate? Was ist denn hier? Der Ghoul Hauptbahnhof. Scheiß Legende war das. Damit. Hier erstmal Stimmpack. Sonst gehen wir gleich drauf. Okay, jetzt muss doch mal irgendwas Schönes dabei gewesen sein, oder nicht? Schon so viel gefunden jetzt. Dass auch man, dass man auch einfach durchgängig Mist finden kann. Unglaublich. Das sieht trotzdem komisch aus hier. Was ist denn das? Warte, was? Nee, das war glaube ich nur Dogmeat. Ich weiß nicht, wo wir reinkommen. Ich will einfach nur das Schlösschen offen haben. Geschafft. Union's Hope Cathedral. Aha. Wer ist denn das da? Was? Vater Gabe. So. Komischer Typ. Warum auch immer der uns jetzt unbedingt angreifen wollte, ich weiß es nicht. Wir hätten auch erst nochmal mit dem quatschen können, aber naja, der wollte wohl nicht. Wer nicht will, der hat schon, wie man so schön sagt, ne? So, wir gehen erstmal hier wieder Russ. Ne, wir haben ja erstmal genug Schaden angerichtet, Frieden gebracht, so. Alles Ausdrucksweise, sonst nix. So, und dann reisen wir mal wieder zu unserem wunderschönen Stützpunkt. Sanctuary, Overland Station, weiß ich noch, ist niedrig, aber ist auch nicht schlimm. Können wir später immer noch die Siedlung wiederholen. So, sehr schön, sehr schön. Oh, ein wunderschöner Tag heute. Genau, so sieht's aus. Pass auf, dann mach ich sogar mal. Ja, ja, was auch immer. So. Also, wir zerlegen mal wieder den Mist, den wir gefunden haben. Dann müssen wir weniger ablegen, weil wir haben echt nur Mist mit. Oberfläche häufiger sind oder nicht. Aber es ist immer klug, auf alles vorbereitet zu sein. Ich habe nichts dagegen, zu Fuß zu gehen, sondern ja, könnt ihr mal kurz aufhören zu quatschen. So, Dogmeat und ich müssen kurz handeln. So, während ich mir mal eben hier die Sachen rausnehme, vielleicht ein kurzes Statement zu den letzten Tagen. Da ist ja leider sehr wenig videotechnisch rausgekommen. Ich glaube heute, beziehungsweise es ist mittlerweile gestern. Ist nur Deponia rausgekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, das ist der Tag davor war da nur Fallout und Deponia und davor, weiß ich nicht genau, Primal ist jetzt schon ein bisschen länger raus, liegt einfach scheiße. Mach ich das gerade richtig? Warte mal. Nee, die Favoriten sind anscheinend noch alle da. So, liegt einfach daran, dass ich im Moment oder bisher überhaupt gar keine Zeit hatte. Es ist auch nicht so viel besser geworden, aber es hat mal so eben gereicht, dass ich hier eben, was ist das hier, 40 Minuten jetzt aufnehmen konnte. Plus Primal 20 Minuten. Es ist also echt knapper als knapp eigentlich.
liegt einfach daran, dass ich echt momentan sehr, sehr viel unterwegs bin und zu tun habe, was natürlich beides auch zusammenhängt. Wie das halt so ist, ne? You know why? Because of life. That's why. Beste Ausrede ever. So, ich lege jetzt hier noch den Kram ab. Ist auch echt krass eigentlich. Ups. Haben wir irgendwas mitgenommen? Oh, brauchen wir nicht. Ich verla- ja, ja. Schnauze. Nicht viel. Nur eine volle Flasche und ein ist mir egal. So. Guck mal kurz, dass alles durchgeladen ist. Na, hier geht doch noch ein bisschen was. Hier ist okay. Hier geht, glaube ich, auch nicht mehr. Ne? Ne. Die habe ich übersprungen, aber das ist alles okay. So, dann mache ich an der Stelle eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.